Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es euch gewünscht. Ich zeige euch, wie ich Vocal Chains baue. Beziehungsweise ich zeige euch drei verschiedene Varianten. Die erste Variante ist eine mehr etwas quick and dirty Lösung. Die zweite Variante ist nur mit Stock Plugins von Ableton. Und die dritte Version, ganz klar eine Pro Version, allerdings nur als Basic Ausführung. Weil gerade im Pro Level gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten, wie man geile Vocal Chains bauen kann. Fangen wir mit der ersten und der einfachsten Version an, die ich auch in Songs verwendet habe. Hey, das war ein bisschen anders geplant. Dachte, sie sagt ja, vielleicht ist sie angespannt. Stinkt du immer noch, fragt dieser Dena. Hättet ihr wahrscheinlich nicht gedacht, oder? Aber zu der Zeit war ich noch nicht so hundertprozentig fit im Mixing und deswegen habe ich geguckt, welche Plugins können mir dabei helfen, ein relativ schnelles, professionelles Level zu erreichen. Und das Plugin von Waze, was ich genutzt habe, ist das CLA Vocals. Ich habe hier mal eine ältere Session aufgerufen und zwar ist es der Song. Und ihr hört die Lead Vocal mal unbearbeitet. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Ihr hört schon einfach, dass es nicht geil klingt und ich ziehe jetzt einfach den CLA Vocals Mono zu Stereo hier rein. Das ist das Plugin und wir hören mal noch mal rein. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Hall-Effekt für Drews Stimme, sondern es soll ziemlich trocken klingen. Deswegen ziehe ich den Regler Reverb runter, komplett runter. Fundierter Psychotherapeut. Das, was ihr im Hintergrund hört, das ist dieser Slap-Delay. Den brauche ich jetzt auch nicht. Den mache ich jetzt ein bisschen leiser. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. So, man hört Drew nicht unbedingt richtig durch den Mix durchballern. Das liegt einfach daran, dass er noch sehr dynamisch klingt, also zwischen laut und leise sehr stark hin und her schwankt. Deswegen ziehe ich jetzt den Compress-Regler hoch. Vielleicht hier hin. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Irgendwie höre ich immer noch so einen kleinen Raumhall. Das liegt einfach daran, dass hier oben das Ding immer noch auf tight eingeschaltet ist. Deswegen aus damit. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Und schon ist meine Vocal Chain fertig. Dieses Plugin habe ich früher sehr oft benutzt für Vocals. Es ist auf jeden Fall ein Lifesaver und du kommst auch sehr schnell zu einem coolen Ergebnis. Ihr fragt euch sicherlich, was kostet das Waze Plugin? Ich habe keine Ahnung. Ich blende euch mal einen Screenshot von der Webseite ein, dann seht ihr jetzt gerade den Preis. So, die zweite und einfach schnelle Vocal Chain ist sowas von mega simpel. Und Leute, das Plugin ist for free. Es ist einfach das Plugin OTT. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was ist OTT? OTT ist ein Multiband Up-Down Compressor. Da steht's doch. Da steht's, Leute. Da steht's. Ihr könnt doch lesen. Man muss da natürlich ein bisschen an den Regler tweaken, aber man kriegt schon ein sehr geiles Ergebnis. Das sind jetzt die Standardeinstellungen. Wir hören mal rein, was er aus Drews Stimme gemacht hat. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter. Klingt ein bisschen overcompressed, deswegen ziehen wir einfach diese Downward Compression ein bisschen runter, so, ja, hier vielleicht. Und dann die Intensität des OTTs auch ein bisschen runterziehen. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Fertig. Und das nur mit einem Plugin, Leute. Der einzige Nachteil beim OTT ist natürlich, dass das Ding so hart komprimiert, dass du sogar die Stille rauschen hörst. Aber da kann man ganz einfach dagegen steuern, indem man einfach ein Gate-Plugin davor slappt. Gucken, wie laut ist Joule. Hier ist gut. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Ihr seht, mit Quick and Dirty Varianten kommt ihr auch schon zu relativ guten Ergebnissen. Und jetzt zeige ich euch noch die dritte Quick and Dirty Variante. Und es handelt sich hierbei um das Plugin Neutron von der Marke Isotope. Und das Coole an diesem Plugin ist, dass es mit Hilfe von KI genau die Stimme analysiert und dann die passenden Einstellungen findet. Die EQ-Einstellung, die Kompressionseinstellung. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Deswegen, ich demonstriere das jetzt einfach. Und um die KI das Ganze einstellen zu lassen, muss man hier auf Switches to the Assistant View gehen. Zack, dann sagt er Play Audio to get started. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Komm in. Aus Rockstars, doch mal wie so ein Glas Gin und der kotzt fast. Währenddessen kommt der Jay und float wieder wie ein G über die Anthropologie. Wieso macht Faktencheck auch bei diesem Euklid? Ja, dann hören wir mal rein.
Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Community aus Rockstars, doch bei Rezo ein Glas Gin und der Kotzfass. Wie ihr seht, ihr kommt sehr schnell zu einem Ergebnis. So, das war die dritte Quick and Dirty Variante. Ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, welche Variante habt ihr am meisten gefeiert und welche würdet ihr selber für eure Produktion anwenden. Jetzt zeige ich euch quasi Vocal-Bearbeitung nur mit Stock-Plugins von Ableton. Das ist auf jeden Fall mehr jetzt für Leute, die in Ableton produzieren. Aber ich denke, ihr könnt auch diese Vocal-Chain in FL Studio nachbauen oder in Logic oder in Cubase, you name it. So, die Ju-Vocals sind jetzt wieder komplett nackt und ich fange mal mit einem Kompressor an. Und der ist dafür gedacht, dass man schon ein bisschen die Dynamiken zwischen laut und leise vorkomprimiert. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter. Der Grund, warum ich nicht so hart am Anfang kompresse, ist einfach, sonst verliert man einfach die Power und die Präsenz der Stimme. Als nächstes kommt der EQ. Mit dem EQ booste ich jetzt noch die Höhen, damit Ju ein bisschen klarer durch den Mix scheinen kann. Hier so circa bei 7k. Anthropologie, so macht Faktencheck doch bei diesem Euclid. So, der EQ steht, jetzt hauen wir noch ein bisschen Kompression drauf. Und wofür machen wir das? Richtig, Leute, ihr habt aufgepasst, um die Dynamik noch mehr zu squashen. Psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Community aus Rockstars, doch bei Rezo ein Glas Gin und der Kotzfass. Und weißt du, schön war noch eine Kompression und die ist ein bisschen härter, also die Attack ein bisschen kürzer, Release ist natürlich auch wieder kurz. So, wir haben am Anfang Compress, dann haben wir EQ, dann haben wir nochmal Compress und dann haben wir nochmal einen Kompressor drauf. Wisst ihr was? Ich baue jetzt noch was ein und zwar einen Saturator. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Community aus Rockstars, doch bei Rezo ein Glas Gin und der Kotzfass. Währenddessen kommt der Jay und float wieder wie ein G über die Anthropologie. Aber was macht denn der Saturator mit den Vocals? Er verpasst den Vocals noch ein bisschen Drive im Sinne von ein paar extra Obertöne. Und um das euch auf einem tieferen Nerd-Level zu erklären, müsste ich erstmal mich nochmal reinlesen, bevor ich euch hier Scheiße jetzt erzähle. Und deswegen sage ich es jetzt euch mal mit ganz einfachen Worten. Der Saturator gibt den Vocals einfach noch mehr Präsenz. Und wie ihr seht, ihr kriegt auch mit Stock-Plugins ein relativ professionelles Ergebnis hin. Jetzt kommen wir zu der Pro-Variante, die, ich würde mal sagen, immer noch sehr basic ist. Ich fange normalerweise an mit dem Plugin Gulfus. Dieses Plugin ist einfach ein Workflow-Lifesaver, weil dieses Plugin hilft mir einfach schon, die Frequenzen auszugleichen, die in Ju's Aufnahme zu hören sind. Und das muss ich nur mit dem Regler Tame einfach einstellen. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast-Community aus Rockstars. Das reicht mir schon, das muss nicht viel sein. Und normalerweise würde ich jetzt einen Kompressor draufschleppen. Das mache ich jetzt erstmal noch nicht, denn es ist so, dass die Pros Folgendes machen. Die gehen zum Audioclip hin, gucken sich die Dynamikunterschiede an und passen die händisch an. Ich glaube, das nennt man Clip Gain Staging, könnt mich aber gerne korrigieren. Man zerstückelt quasi die Audio, passt die dann lautstärketechnisch an. Also hier zum Beispiel, das ist ein bisschen leise. Deswegen ziehe ich das hier hoch, so dass man ein relativ ebenes Soundbild hat. Und der Grund, warum man das macht, ist ganz einfach, weil danach lege ich ja jetzt den Kompressor drauf und der muss nicht so hart arbeiten und du hast ein sehr sauberes, klares Soundbild. Aber da ich jetzt keinen Bock habe, das zu machen, gibt es nämlich tatsächlich ein Plugin, was das für einen macht. Der Vocal Rider. Der analysiert quasi deine Audiospur und passt dann quasi die Lautstärke entsprechend an. Dann recorde ich das jetzt erstmal. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast-Community aus Rockstars. Doch bei Rezo ein Glas Gin und der kotzt fast. Jetzt gehen wir in den Read-Modus und ihr seht, die Automation wurde geschrieben. Und ihr seht ja auch in der Automation, hier wurde mächtig gesenkt, weil natürlich hier relativ hohe Peaks sind. Kommen wir jetzt zum Kompressor. Und da nutze ich den CLA-2A und der soll jetzt einfach die Dynamik noch mehr in Schach halten. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Und wie schon in der Variante davor gesagt habe, die Dynamics sollen ganz leicht angepasst werden. Dann gehen wir jetzt weiter und zwar nehme ich den Färbfilter Q3. Das Coole an dem Q3 ist, dass es auch gleichzeitig einen Multiband-Kompressor in sich hat. Und durch diese Multiband-EQ-Compression-Geschichte verliere ich auch nicht viel an Energie von den Vocals. Das ist mir halt sehr wichtig. Psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast-Community aus Rockstars. Doch bei Rezo ein Glas Gin und der kotzt fast. Dann kommt das nächste Plugin. Und das ist mein zweites Lieblings-Plugin. Der Avox. Der gibt den Vocals auch nochmal richtig geile Präsenz. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Der nächste Effekt, der in die Chain kommt, ist Soothe. Wer nicht Soothe kennt, es ist ein sehr, sehr hilfreiches Plugin, um störende Frequenzen rauszukillen.
und das auf dynamischer Basis. Und im besten Fall muss ich eigentlich immer nur diesen Knob hier drehen. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter psychotherapeutisch. Kommt noch ein Effekt drauf, den ich sehr gerne benutze, und das ist nämlich Fresh Air. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast. Und es gibt dem Ganzen noch mehr Präsenz. Hören wir uns mal kurz den Zwischenstand an. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast-Community. Was ich noch vergessen habe einzubauen, ist ein De-Esser. Und ein De-Esser macht nichts anderes, wie diese Konsonanten ein bisschen abzuschwächen. Weil die deutsche Sprache ist schon sehr konsonantenlastig. Deswegen würde ich schon den De-Esser hier hinlegen, vor dem EQing, aber nach der ersten Kompressionsstufe. Wir sind ein wissenschaftlich fundierter, psychotherapeutisch genmanipulierter Podcast-Community aus Rockstars. Doch bald wie so ein Glas Gin und der Kotzfass. Ihr seht auf jeden Fall, dass meine Chain richtig lang geworden ist. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine gute Basis auf dem Pro-Level. Und das ist so mein Basistemplate, mit dem ich arbeite. In diesem Video will ich auch noch nicht über den Einsatz von Reverb und Delay sprechen, weil das soll nochmal ein extra Video sein. Ich denke, das ist schon sehr viel Input, gerade die Leute, die nicht wissen, wie man eine Vocal-Chain baut. Und deswegen würde ich sagen, wir machen das im nächsten Video. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier fandet und ob ihr dann Bock habt auf Reverb, Delay, wie man die abmischt und richtig integriert in einen Song. Und bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.